Hallo und herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown Battlegrounds. Boah, neue Runde, neue Wahnsinnsfarm, ey. 97 sind derzeit am Leben, wir sind einer davon. Und, ich sage jetzt mal nicht viel. Ich sage nur, wir brauchen was zum Looten, ey. Warte mal, lass mal vielleicht hier gerade mal einen falschen triggern. Das ist ja früher. Und da ist mal eine fünfte Karte. Wo wir so schön mit meinem Leben. Was dahin? So. Das wäre dann quasi da. Ich muss quasi. Ah, das ist so ein kleines Türmchen. Ich hoffe, da gibt's was. Ich habe jetzt einfach auf gut Glück die Landung gezogen. So. Gut. Wenn nicht, wird es eine sehr interessante Runde, nämlich gar keine. Gut, ich setze mir mal ganz kurz den Kopfhörer auf, weil der ja. Landeanflug ist immer sehr laut und oh, nee, bitte nicht. Okay. Oh, warte mal, da ist noch eine Tür. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich. Ich suche mal einfach mal die falschen Landeplätze aus, ne? Gut, dann rennen wir darüber. Weiter geht's. Spielerbereich scheint mir zu sein, aber das bringt mir nichts. Das sind wahrscheinlich 80 andere auch. Oh, toll. Nix. Warte mal, ich hocke mich gerade mal hier in die Ecke. Ah, vielleicht hinlegen, das wäre vielleicht sinnvoller, dann kann ich. Komm, mach dich lang, Kollege. Kann ich mal ganz kurz die Karte angucken? Hier wird wahrscheinlich die Hölle los sein, weil es da den besten Loot gibt. Ne, hier, das ist Schule. Und das zum Eingehen. Wir fliegen jetzt dahin, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee. Rennen wir rüber. Komm, auf geht's. Da drehen wir uns auch nochmal so ein kleines Besenkämmerchen. Schau ich auch gerade mal rein. Also meine Runden werden immer besser, hey. So vom Loot her, irgendwann finde ich immer meinen Landeplatz, ne? Dann bleibe ich so mitten in der Luft stehen. Das ist irgendwie traurig. Okay. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ich einfach so vor mich hinrenne, ohne große Deckung und das, weil es nichts bringt. Wir haben noch nichts und die Runde ist noch recht jung, man sollte sich herausstellen, dass die Runde scheiße wird, was sie wahrscheinlich werden wird. So wie wir momentan dastehen. Ja. Dann wird das eh nicht auf YouTube erscheinen. Weil, sind wir mal ehrlich, so Platz 50 ist so Schmerzgrenze, finde ich. Schlechter soll es dann nicht sein. Da muss aber in der Folge auch was passieren. Wenn du jetzt mit Platz 50 nur ewig im Haus rumkämpfst, auf einer Stelle, ne? Das ist dann, oder, ne. Nicht wirklich der Rede wert. So. Fahrzeuglichen hat es ja keine. Ah, da ist Bunker. Ach, da habe ich jetzt ein Problem. Da drin gibt es auch immer guten Loot. Aber das Problem ist, das wissen viele. Ich weiß es auch. Wenn ich jetzt da reingehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir gefunden werden. Da ist offen. Ah. Ich kann nicht reingucken brauchen. Mal schauen, wie weit wir kommen und wie lange wir überleben, also zeitlich und vom Rang her. Bin mal gespannt. Wir haben bisher nichts als einen Helm. Ja? Einen läppischen Motorradhelm. Darüber möchte ich. Die Runde geht jetzt schon circa 4,5 Minuten. Und von dem her, oh, ne. Gucken, was es hier zu looten gibt. Ich hoffe, es gibt was. Und am besten nichts auf die Fresse. Das ist ja mal schon ganz lieb. Da ist mal die Tür offen. Kann alles heißen oder auch nichts. Wir schauen mal in die Fenster rein.
Gehirn. Ich will jetzt nicht direkt reinstürmen, weil wenn da einer drin ist, können wir den vielleicht vorher hören, dann können wir abdampfen oder es versuchen. Okay, probieren es jetzt einfach mal, komm. Gut, da ist auch eine Tür offen. Ich mache mal die Türen zu. Ja, die letzte Folge, das war echt. Ich habe es mir am Ende mehrmals angesehen. Ich weiß nicht, wer uns wo und wie erschossen hat. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich vermute mal, das war ein Scharfschütze, der irgendwo in der Hecke saß und durchs offene Fenster geschossen hat mit einem Schalldämpfer. Und er muss ziemlich weit weg gewesen sein. Also man hat bloß die Einschläge gehört, der ja, Kugeln, Patronen, wie man es auch immer nennt, aber man hat kein, ja, dieses typische Geräusch, wenn er halt das abschießt, das hat man nicht gehört. Und von dem her, da waren wir jetzt. Gehen wir mal da rein. Wir machen das der Reihe nach. So, wo ist dann das nächste da? Ist auch die Tür offen. Oh geil, wir haben eine Blendgranate. Das ist ja blendend. Ich mache mal die Türen zu. Es bringt mir jetzt überhaupt nichts, weil wenn jemand reinkommt, oh, wir haben eine Brechstange. Egal. Also wenn jemand reinkommt, dann können wir irgendwann mal verprügeln. Das ist zwar so, wie wenn du ein Messer zur Schießerei mitbringst. Nee, da muss ich nicht hin. Aber der Versuch zählt, ne? Also, so viel muss man ja schon sagen. Okay, oh nein, Bombenzone. Das setzt mich jetzt natürlich ein bisschen unter Druck. Da liegt mal Munition Kaliber 12. Gut. Folglich hätte ich die Chance, zumindest eine Shotgun zu finden. Shotguns sind natürlich die besten Waffen, gerade weil sie hauptsächlich für den Nahkampf geeignet sind, aber für ja, das Allgemeine, ne? Ist eine Shotgun eigentlich blöd? Aber nicht mal eine Shotgun. Ich erschrecke jedes Mal, weißt du? Gut, weiter geht's. Wir hätten noch ja, anderthalb Gebäude so vor uns ungefähr. Was wir noch machen können. Habe ich hier alles gelootet? Ich denke mal. Wenn man von Looten sprechen kann, ist das auch wieder traurig. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht bezwecken. Da hat es einen gekillt. Guck mal, den können wir vielleicht plündern, wenn der noch was hat. Uff, ja, toll. Er hat so viel wie ich. Das ist schon mal super. Okay, ich stelle mich gerade mal ganz kurz da rein, einfach weil ich da halbwegs geschützt bin. Und ihr kennt das Prozedere. Wir schauen weiter. Wir kommen von hier unten. Hier waren wir jetzt. Lass mal da an das Gebäude gehen. Ist wahrscheinlich Selbstmord. Das sieht recht groß aus. Und ich war da noch nie. Und ich habe auch keine Informationen über dieses Gebäude. Ob dieses von Spielern jetzt irgendwie bevorzugt wird oder ob es da was gibt oder geben könnte oder warum man sich da verstecken könnte oder wie auch immer, weiß ich alles nicht. Aber wir haben eine ziemlich blöde Lage derzeit. Wir haben die Brechstange und das ist auch alles. Okay, das ist so ein Lagerhaus scheinbar. Ich weiß nicht, was es ist, ganz ehrlich.
Oh, da ist einer. Da ist einer. Wenn wir uns im Busch verstecken, haben wir vielleicht eine Chance, dass er uns nicht sieht. Das wird wahrscheinlich der Kollege sein, der den da hinten, den wir gerade versucht haben zu looten, erschossen hat. Wir können nur hoffen, wenn wir still im Busch sitzen, dass er uns nicht sieht. Wir sitzen mal recht gut drin, also. Oh, ich glaube, er sieht uns, oder? Also erstmal mit Looten beschäftigt. Er hat eine Waffe auf jeden Fall. Da hinten steht auch noch meiner. Oh, das ist der gleiche, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es der gleiche ist, weil sonst hätten die sich schon längst abgeschossen. Okay, er scoped um die Ecke. Wir bleiben sitzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir erschossen werden, jetzt ist sehr hoch. Die Frage ist, ist er schlau genug und schaut in den Busch rein? Ist er das? Beziehungsweise, wenn er es nicht ist, sieht er uns durch Zufall oder dergleichen. Das ist ein bisschen Geduld und Glücksspiel. Wir wissen halt auch nicht, ob das Gebäude irgendwie Hinterausgänge hat. Es kann sein, der kann jetzt schon längst weg sein. Wir sind jetzt quasi hier. Wir haben jetzt die Arschkarte, kann man so sagen. Wenn jetzt einer von hinten kommt und sich auch in den Busch reinsetzt und sich zu uns setzt, dann sind wir eh tot. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, er hat uns nicht gesehen, sonst hätte er schon längst geschossen. Hätte er uns gesehen, hätte er schon längst geschossen. Das ist unser Glück. Ich höre Schritte. Und da kommt ein Fahrzeug. Wow, meine Maus dreht gerade voll ab. Entschuldigung dafür, die spinnt manchmal. Ich bin zum Glück auf der Alt-Taste, das heißt, der Charakter bewegt sich in der Zeit nicht, sonst wäre wahrscheinlich sonst was passiert und wir wären entdeckt worden. Ich kann jetzt echt nicht sagen, ob der da noch da ist. Ich gehe hier mal ganz stark davon aus, dass dieses Gebäude mindestens noch einen zweiten Eingang hat. Da oben kommt wieder einer. Oh, das ist das gleiche. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein. Wir behalten es mal im Auge. Ich würde noch einen Moment ausharren. Der Kerl ist jetzt mal weg. Wir sind gut in der Zone drin. Das ist halt die Frage, ob dieser Kerl da im Haus darauf aus ist, zu kampieren und die Sache auszusitzen, oder ob er quasi nur weiterzieht und versucht, seine Kills zu machen, so lange wie möglich zu überleben und hast du nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Schwer zu wissen, schwer zu sagen. Jetzt warten wir kurz, jetzt kommt das Flugzeug. Wir könnten auf einen Airdrop hoffen, aber da werden wahrscheinlich so viele andere danach gucken. Da hinten kommen zwei Fahrzeuge. Einer fährt genau in unsere Richtung. Ich bleibe hier im Gebüsch sitzen, das ist unsere einzige Chance. Wahrscheinlich wird er jetzt versuchen, da in der Lagerhalle zu looten oder sich da zu verstecken. Ah, da ist einer. Das ist, glaube ich, der gleiche von eben. Oder der vom Auto. Wobei der vom Auto, ich weiß nicht. Der wäre schnell draußen gewesen aus dem Auto, wenn es der ist. Wir können gerade echt nichts machen, als hier zu sitzen. Das ist echt eine scheiß Lage. Da ist ein Airdrop. Okay. Das heißt, wir werden gleich massiv Besuch bekommen.
Weil aus dem Airdrop fallen meistens recht interessante Gegenstände. Und manche Leute wollen sich das halt holen. Also ich glaube, gerade die Waffen sind da ziemlich interessant und ich weiß es nicht. Also wir wissen auf jeden Fall, dass in der Halle definitiv einer drin ist. Und wir können versuchen, zurückzulaufen. Aber dadurch würden wir stark auf uns aufmerksam machen. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß halt auch nicht, ob der da innen oben sitzt, dass er uns sehen könnte, wenn wir loslaufen. Oh, ich höre was. Irgendwo ist ein Fahrzeug. Ich sehe nicht genau. Da. Wir warten, bis das Fahrzeug weg ist. Und dann. Ja, wir können uns jetzt entscheiden, gehen wir in die Halle rein. Aber da wird nichts mehr sein. Also waffentechnisch brauchen wir nicht mehr reingehen. Das hat keinen Wert. Wir können es probieren, aber ich schätze meine Chancen eher so ein, dass wir wahrscheinlich eher erschossen werden, als dass wir noch was finden. So. So, wir kommen von hier. Da waren wir. Wir müssten an dem Gebäude vorbei. Das ist suboptimal. Wir müssten aber eher erst so lang gehen in diese Richtung. Wir probieren es. Wir haben keine andere Wahl. Im günstigen Moment laufen wir los. Okay, ich müsste zum nächsten Busch direkt. War ich da oben in dem Häuschen schon? Ich glaube, da war ich schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gut, ich brauche mich gar nicht umschauen. Ich kann meine Brechstange eh nicht werfen. Das ist ein bisschen hoffnungslos. Okay. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass wir nichts haben, leben wir echt lange. Und ja, die Halle hat mehrere Ausgänge, wie ich es mir gedacht habe. Wir sprinten gerade mal ins nächste Buschwerk rein. Schwupps. Okay, wir sind. Aber der deckt mich nicht komplett ab. Der Busch ist besser geeignet. So. Jetzt heißt es wieder abwarten und beobachten. Das ist das Gebäude davon, wo wir jetzt hinwollen. Ist die Frage, ist da jemand? Also einfach der Lustigkeit halber, würde ich es vielleicht schon ganz gerne irgendwie in die Top 20 oder so schaffen, weil wir haben nichts und wenn wir ja irgendwie mit nichts in die Top 20 kommen, das wäre doch irgendwie mal eine lustige Aktion. Wir könnten jetzt versuchen, hier, keine Ahnung, bis zum gesamten Nimmerleinstag sitzen zu bleiben, was Zone angeht. Sieht echt gut aus für uns. Also, wir können ja locker noch 3, 4 Minuten sitzen bleiben. Und dann müssten wir erst zum nächsten Gebüsch. Ja, Spielbereich. Und wir sind mit den besten 30 mit einer Brechstange und sonst nix, Freunde. Was? Alter Schwede, das ist einfach unglaublich. Okay, gut. Es scheint mal recht ruhig zu sein. Und warte. Ich meine, ich höre Steps. Da hinten flackert das Bild. Huch. Erst alt loslassen, dann laufen, wa? Das ist die Devise. Okay, hinterm Baum. Da hinten ist einer. Shit. Jetzt nur hoffen, dass er uns nicht sieht.
der uns zieht, haben wir die Arschkarte. Aber er scheint weiter zu fahren, das sieht gut aus. Sieht, ah, da hinten fährt einer. Ich müsste das nächste Gebüsch erreichen. Ich weiß nicht, ob wir uns darin verstecken können. Na, minderwertig, aber es geht. Okay, wir sind fürs erste Mal versteckt. Aber wirklich weit sind wir nicht gekommen. Ich höre Steps. Schleicht definitiv einer rum. Wir sollten in den anderen Busch rein. Einen größeren. Der ist definitiv zu klein. Unser Kopf guckt raus. So, ich rutsch gerade mal darüber. Komm, geh in den Busch rein. Naja. Nicht unbedingt besser, aber hey. Wir sind 5 Meter näher am Ziel und was es angeht, das Gebiet da vorne können wir jetzt auch knicken. Ah, weißt du was, wir gehen jetzt einfach in die Lagerhalle, glaube ich, weil es bleibt nichts mehr. Okay. Wisst ihr was? Wir harren jetzt erstmal aus. Hier sind Schüsse ziemlich nah. Und wir können darauf wetten, dass wir gleich geholt werden. Wenn wir gesehen werden, was höchstwahrscheinlich der Fall ist. Ich meine, wir sitzen ganz gut hier. Das ist. Der durchschnittliche Spieler achtet wahrscheinlich nicht auf die Büsche direkt, ne? Außer der Spielebereich ist schon ziemlich klein. Dann ist es natürlich eher möglich. Okay. Wir können nicht mal zurückschießen. Das ist echt eine Taktik hier. Es ist. Ich habe mir jetzt nicht ausgesucht, die Taktik so zu fahren, aber naja. Die Zone wird uns jetzt nicht wirklich mitspielen. So, wieder mal vergessen, von Alt runter zu gehen. Ich muss gerade mal gucken. Erstmal ins große Gebüsch rein. Wo müssen wir hin? Wo ist die Zone? Ah, wir sind genau drin. Ja, geil. Freunde, das heißt, wir bleiben hier sitzen. Wir sind hier sehr gut versteckt. Die Zone ist unterwegs. Ich schätze mal 30 Sekunden, bis die da ist. Da vorne kommt die Zone. Und dann müssten es nochmal gut 2 Minuten sein, bis wir wieder moven müssen. Und ich würde jetzt einfach versuchen, dass wir hier im Gebüsch sitzen bleiben und uns mit der Zone bewegen. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan. Wir werden so oder so nicht Erster werden, weil wir haben keine Feuerkraft, wir haben nichts. Na? Wir können höchstens Glück haben, dass direkt mal neben uns erschossen wird, der gut ausgerüstet ist. Aber das wird nicht der Fall sein. Ja gut, das war ein guter Schuss. Ich habe damit gerechnet, aber dass es direkt so ein guter Schuss war, wow. Naja, wir hatten eh nichts. Platz 15 mit einer Brechstange, Alter. Nice. Ich weiß nicht, was mit Wasser geschossen hat, aber ich denke, das war der, den wir da hinten von der Zone haben kommen sehen. Oder vielleicht einer von hinten. Ja, es war eh. Wir sind dafür, dass wir nichts hatten. Ganz ehrlich, wir sind 80 Plätze zu weit gekommen. Wir sind einfach 80 Plätze zu weit gekommen in diesem Spiel, in dieser Runde. Ja, gut. Mit der Runde bin ich definitiv zufrieden. Auch wenn es am Ende einen schönen Headshot gab, ne? Es war Peng, weg, klar. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen bei dieser total bekloppten Runde. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Bis dann.